Hallo. Was denn jetzt? Ja, ich hab, bin eingeschlafen. Nein. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von, jetzt hätte ich meiner Scrap Mechanic gesagt, The Forest. Weil wir ist ja fast das Gleiche. Ja, wir haben kurz vorher über Scrap Mechanic gesprochen und bin ich wieder in den Modus aller Anfänge verfallen. Ja, wir sind bei The Forest unterwegs, natürlich nicht bei Scrap Mechanic, liebe Zuschauer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wo sind wir letztens stehen geblieben? Ismo, wo sind wir stehen geblieben letztes Mal? Wir müssen hier noch die Treppe zu Ende bauen. Wo? Die ich gerade so gedankenverloren angeschaut habe. Es wurde sich übrigens schon ein bisschen drüber lustig gemacht, dass das erste, was wir jetzt bauen, ganz wichtig, Aussichtsturm ist. Ja, das ist ganz wichtig. Hallo? So. Naja, es ist ja unser erstes Fort. Also das soll ja jetzt schon unsere Basis sein hier. Ne? Alles gut. Nicht nur ein Holzverschlag mit einem Feuerchen drin, sondern das soll ja schon eine Basis sein. Wir wollten ja nur nicht mehr ganz so riesenpompös bauen, damit wir da jetzt nicht hier die nächsten 400 Folgen damit verbringen, Holz zu hacken. Also wir haben ja jetzt auch hier fleißig gesammelt, das Fleisch ist aufgehängt, also eigentlich können wir doch mal mit dem Boot losfahren. Hallo! Genau. Hi! Hallo! Das Einzige, was wir ja jetzt immer noch zu Ende machen müssen, wie gesagt, ist diese Treppe. Da fehlt halt ein Wagen. Vier Stück fehlen da oder sechs. Ja gut, dann reicht das, wenn Ismo hat ja schon den Wagen draußen, dann kannst du deinen auch hier lassen, oder? Ja, ich mach den auch mit voll. Bitte. Dann haben wir immer was im Notfall. Oh, hier sind blaue Bären vor der Tür, kann man sich direkt satt futtern. Wer durstig ist. Wer durstig ist. Ja, die stillen. Blaue Bären. Bären stillen auch Durst. Ja, beides. Ja. Das ist mein Baumbocke, hau ab. Ja, nein, ich wollte mich nur zu dir stellen, damit er nicht auf mich drauf fällt. Und ich sag noch, ich stelle mich zu Ismo, damit mich der Baum nicht trifft. Kratsch auf Elas Kopf. Tolle Wurst. Hatte ich gerade noch Rüstung? Ich weiß es nicht. Wo sind die Bären? Hier, wo ich stehe. Kuckuck. Ich weiß nicht, aber hier. Ich habe sie schwingen sehen. Bei mir. Ach, da hinten. Darf ich dir jetzt einfach die Axt in den Schädel hauen? Da sind übrigens keine blauen Bären bei mir. Das ist schade. Danke. Bei mir schon. Hier ist Aloe. Davon habe ich zu viel. Ich nicht. Ich, wenn ihr da noch Holz hackt, gucke ich mal, ob ich vielleicht noch Glück habe und ein Häschen erwische. Achtung. Ich sehe kein Aloe. Baum. Denn diesmal fällt er nicht auf mich. Roms. Not this time. Okay, ich hack ein paar Bäumchen mit für dich, ja? Ja, ich lade einfach alle Äste irgendwo drauf hier, die ich so finden kann. Da ist ein Hase, aber er läuft. Ich hack, du ladst auf. Achtung, Wocke, geh ein Stück zurück. Oh, das hätte ich sammeln können. Was war das? Naja, egal. Du hast ihn auf den Wagen kippen lassen. Das macht nichts, der Wagen kann das ab. Der kann das? Ist das ein Titanwagen? Ja. Ja. Lustigerweise. Adamantit. Adamantitwagen. Verdammt, Axt, ich sehe die Viecher immer erst, wenn sie wegrennen. Oder wenn sie kurz davor sind, wegzurennen. Okay, gehen Sie mal einen Schritt. Genau, dankeschön. Bleib da stehen. Ach komm, Hase. Lol. Ja, schon Mobbing hier. Falle ist kaputt gegangen, weil der Baum draufgefallen ist, ey. Ja. Ernsthaft? Ja. Mach doch sowas nicht. Kann der Baum auch weg. Hase! Stirb! Ich hab ihn getroffen. Man glaubt's ja nicht. Weißt du, erstmal ganz freundlich, Hase, und dann stirb! Ja. Ich brauch seine Haut. Häschen, komm zu Ela. Und Verrecker! der Holzwagen ist durch die Gegend geflogen, ist wohl. Ja, das hab ich gesehen. Das sieht ein bisschen Das kommt schon mal aus. Vor. Machen die manchmal. Weißt du, ein Baum. Oder? Lohnt sich noch ein Baum? Nö. Baum lohnt sich. Nö. Das ging ja mal voll in die Hose. Das ist eklig. So, cool. Ela, kommen Sie mit? Ja, ich habe noch einen Hasen erlegt. Warte eine Sekunde. Ja, eins. Aha. Lol. So. Geh auf Tür. Gibst du die Tür nicht auf? Assi-Tür. Ein Lizard. Bitteschön. Gibt's ja überhaupt nicht. Mensch, ich hab ja Jagderfolg.
lohnt sich ja richtig hier. Da kann ich meine Rüstung mal wieder ein bisschen aufstocken, nachdem ja ein Baum auf meinen Kopf gefallen ist. Ich würde ja gerne eine Pouch. Mach ich jetzt da raus. Aber die Treppe ist noch nicht fertig, Wocke. Da fehlt noch ein Stamm. Damit kann ich jetzt Beeren sammeln, wa? Nö, ich kann hoch. Da oben fehlt was. Nicht. So, für dich. Ah. Ja. Ah. Coole Sache. Ah. Genau. Ja. Oh, hier sind aber blaue Beeren. Hm. Ist das nicht Murloc-like? Ja, ja. Angeblich haben die das ja aufgenommen, indem einer der Leute da einfach mal Wasser gegoogelt hat. Ja, so ungefähr hört sich das auch an. Ich weiß nicht, ob da was dran ist, aber es so hört sich das auf jeden Fall an. Das hört sich so an, ja. Ist da noch ein Busch? Nein. Meinem ist kalt, meinem Typen. Dann ja, meinem auch. Ich bin so ein bisschen am Erfrieren gerade. Ja, ich möge mich auch ans Feuer stellen. Mein Fleisch. Ich brauch kein Fleisch. Ich brauch Fleisch. Ja, dann machen wir heute eine Spritztour mit dem Boot. Ja. Cool. Am nächsten Morgen, würde ich jetzt sagen. Jetzt ist ja auch die Treppe. Wollen wir mal schlafen? Das können wir gerne tun. Wir haben noch nie geschlafen. Noch nie geschlafen? Nein. Lass uns mal hier alle miteinander schlafen. Und das ohne Energie. Das ist, hört sich verkehrt an. Wir haben deine Füße stecken in der Erde. Was? Wir haben so lange ausgehalten, ohne die Energy zu verlieren, meinst du? Nein, ohne Energy Drink und ohne Koffein und so. Nee, das nicht. Ich habe schon Cola getrunken. Oh, aber ich habe jetzt Hunger. Dann speichert ihr mal zu. Obwohl, speichern können wir auch später. Ja, ich habe auch Hunger. Und Durst habe ich auch. Wo wir gerade bei Energy Drinks sind. Nein, falsche Taste. So. Hier, Karnickelfleisch. Oder das hier nehmen wir mal. Du hast doch jetzt zwei Hasenfälle, oder, Eda? Ich habe da draußen eine Tasche gebaut. Anstatt das Bett für uns zu machen. Nö. Gehen wir jetzt nochmal. Was denn, Sieht lustig aus. Ja, ich fahr nicht kurz, ohne uns. Muss kurz überlegen, wie das ging. Aha, so ging das. Und da war's auch zurück. Genau, und so ging es zurück. Wie geil statisch das Ding fährt, wie auf Schienen. So total, total unnatürlich. Das ist halt hier eigentlich ein Freizeitpark und eigentlich fährt das auch auf Schienen. Unter genau, Wasser. In Wirklichkeit sind ja im ganzen See Ketten unter Wasser, an dem das hin und her gezogen wird. Hier ist noch ein Stück Fleisch. Ist das, wenn jemand möchte. Ja, ehrlich? Ich möchte. Ja, dann bedien dich, da liegt noch eins. Bevor es verbrennt, dann schmeckt es nicht mehr so gut. Nein, hallo. Ich möchte bitte am Steg abgeholt werden. Ich möchte keine kalten Füße kriegen hier und keine nassen. Hör ich da eine Spur von Mimi? Ja, ich bin halt eine Lady. Du bist ein Mädchen. Ismo? Ja. Wird das heute noch was? Du kannst gleich schwimmen. Also so aber wird kein Fährmann aus dir. Das Ding lässt sich halt schwer lenken und ich kann nicht zurückgucken, ne? Ihr müsst mir jetzt sagen, ob ich das Ding dann weiter drehen. Weiter im Uhrzeigersinn drehen. Im Uhrzeigersinn. Weiter. Stopp. Genau. Rückwärts. Stopp. Rum. Moment. Ja, nur man sieht halt nichts. Alles klar. Nun vorwärts. Ich guck mal aus dem Fenster. Brauchen wir auch noch, ne? Eigentlich schon. Wo fahren wir denn jetzt überhaupt hin? Weiß nicht. Hauptsache, das Boot bewegt sich, aber ich mich nicht und dann ruckelt's, weil ich in der Wand stecke. Lol. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut. Das backt ja schon ein bisschen rum, ne? Wenn man hier aber so. Aber wieso bewegst du dich? Ah! Dann bleib doch hier im Boot. Springst, dann was? Bleib doch im Boot. Ja, ich wollte eigentlich aufs Boot und gucken, ob da noch was draufpasst. Oh, wir landen an. Danke. Tun wir das? Ja, an die Insel hier. Ja, was ist denn hier so? Was gibt's denn hier so? Schönes. Ich sehe hier keine Insel. Hier rechts. Hier rausgucken. Da, Ismo. Ja. Rechts. Er kann ja nicht. Nein, nicht. Du sollst an Ismo vorbeigucken. Ach so, ich soll an Ismo vorbeigucken. Ja, ist echt schön. Ja, wo geht's denn nun hin? Die Insel hier. Immer rundherum für den Rest der Folge. Wow. Awesome. Ja, liebe Zuschauer. Schön fürs da gewesen sein. Naja, eine Bimmelfahrt halt, ne? Das Wasser sieht aber schon cool aus, ne? Auf jeden Fall. Muss man ja mal so sagen. Ja, und ich finde es total gut, dass unser Floß,
dass unser Floß unten drunter voll automatisierte Ausgleichsbehälter hat und kein bisschen schaukelt bei dem Seegang. Huch! Ich find's auch toll, weißt dass du, das Meer immer ich lasse das Paddel los, hab einen toten Lizard in der Hand. Wo kommt der denn her? Was ach, weiß den ich? Hast du von der Stange genommen wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, hier gibt es nichts. Hier passt nichts mehr rauf, okay. Equip. Häng sie ruf. Ich bin der König. Sag mit dem Pfeil abgeschossen. Was? Du bist der König der Löwen. Hinfort, ich habe einen Speer. Kann man schubsen? Das wäre so lustig. Wie bei, Man kann mal, schubsen? Was ist das? Das ist schon, okay. Nein, wie bei Worms mit so einem Baseball-Bat. Patsch! Nein, mit dem explodierenden Schaf. Ist noch besser. Ja gut, hier gibt's mal nix, ne? Hier gibt's auf jeden Fall nix, ja. Das ist ja schon mal Deine. Was. Will denn mal jemand anders paddeln? Nö. Na komm, ich paddel mal. Was muss ich tun? Rangehen. Linke Maustaste ist vorwärts, rechte Maustaste ist rückwärts. A und D ist jeweils links und rechts. Okay. Warte mal kurz. Dann kann ich kurz nochmal aufs Dach gehen. Oder auch nicht, weil ich schon wieder festbagge. So, jetzt darfst du fahren. Stimmt, wir brauchen da oben noch zwei Sitzplätze. Lol. Damit man die Fahrt genießen kann. Ja, etwa nicht. Man backt ja schon so ein bisschen weg, ne? Man muss aufpassen, dass man geht nicht plötzlich so runterfällt. Ja doch, also mein Charakter geht hier immer so ein Stückchen weiter. Bei mir ruckelt es halt. Aber ansonsten... Also ich komme immer weiter an den Rand. Also bei mir steht ihr beide stabil auf dem Boot. Nee. Jo. Ich rücke immer etwas näher an den Rand. Ach ja, wir haben ja keine Karte hier. Ich wollte gerade auf die Karte gucken. Ich fahre jetzt einfach mal schön hier die Küste entlang. Ich sehe da einen... Okay, schon mal. Ach, guck mal, das ist doch mal schön da, der Durchgang. Das ist mal Mensch, Alter. Das ist ja malerisch. Oh, jetzt bin ich runtergefallen. Nein, wartet auf mich! Ich wollte nämlich vorhin gerade sagen, guck mal, ich habe einen Glitch gefunden. Und ihr sagt, das ist hier... Na gut. Was? Nee, schon gut. Ach, du meinst das Loch in der Wand? Ja, ich dachte, das wäre ein Glitch. Nein, das ist wunderschön. Aber da ist eine Insel, da waren wir noch nicht drauf, ne? Aber vielleicht ist da ja auch ein Höhleneingang versteckt. Den wir noch nicht kennen. Ja, hier auf in der dem... Insel? Ja, nein, da in dem... In dem Loch. Höhlenkreis, Steindurchgang. Das wäre zu einfach, weil da kommt man auch zu Fuß hin. Ja, aber man muss da erstmal hingehen. Aber die Insel, die da vor uns liegt, die haben wir noch nicht besucht, oder? Ja, dann fahr da mal hin. Haben wir die schon besucht? Nee, nee. Ich glaube nicht. The Island. The Island. Dum 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 dum. Jetzt so ein weißer Hai von unten. Genau. Hier, wie heißen diese riesigen Haie da, die wo... Megalodon. Genau. Weißt du, kommt, zack, ein Haps, Boot weg. Tschüss. Oder, es kommt nur ein so ein Riesententakel aus dem Wasser, der sich sanft um das Boot schlingt. Nein, blub, weg. Nicht der Kraken. So mit einem... Oder mit einem so riesen Saugnapf aufs Dach oben so. Weg. Guck mal da. Was ist das da? Da rechts? Das sieht komisch aus. Wo? Da rechts, rechts von der Insel, da ist irgendwas im Wasser, das sieht komisch aus. Eine Schildkröte? Nein, das da rechts, dieses Dunkle, was ist das? Das ist ein Gebilde. Ja. Holz. Ich will wissen, was das ist. So, Baumstamm. Ich probiere mal anzulanden hier. Probieren Sie mal anzulanden. Ich bin gerade an Wocke vorbeigebackt. Jetzt stehe ich auf Wocke oder so. Drehen. Eda, ich dachte, du willst keine nassen Füße haben. Ach, egal, ich will jetzt wissen, was das ist. So, aber bei mir immer meckern. Immer extra Wünsche haben. So. Es ist Holz, wie langweilig. Ja, habe ich gesagt. Sind wir gut angelandet? Ja, es ist okay so. Ja? Ja. Kann man mal machen. Ja, kann man machen. So, ja, was gibt es denn hier? Was denn? Scheiß Dach hier hin. Jeder! Steine, Holz. Wow. Awesome! Ave Sohme! Was gibt's hier nicht? Ist das doch hier. Hier kannst du halt die Seele baumeln lassen. Und sie habt das hier ja nicht, wa? Ne. Hier kannst du entspannen. Kannst du dir jetzt einen Liegestuhl aufbauen und... Auf jeden Fall kommen hier keine Ureinwohner hin. Vermutlich nicht. Wollen wir dann hier zur Sicherheit ein
Häuschen oder so drauf errichten? Ein Häuschen zur Sicherheit. Ja. Ja, aber wo willst du denn das Holz? Kann man ein Floß bauen mit wo man so Holzschlitten drauf schiebt? Ja, kann man. Kannst du doch bei dem hier bestimmt auch. Aber es ist vielleicht nicht so komfortabel. Es gibt sogar tatsächlich einen extra so einen. Aber das wird doch mal ein geiles Projekt fürs Endgame, ne? Dass man sagt, okay, wenn uns die Ureinwohner zu aufdringlich werden an Land, dass wir dann Holz hacken und ein Floß bauen. Was komplett nur voll ist mit Holzwagen und wo wir dann im Prinzip hier auf der Insel einen Aussichtsturm bauen können und einen Unterschlupf. Hier, ja, Rocke, ich zeige euch das mal. Guck, könntest du hier halt so eine Schwimmplattform machen, wo kein Haus drauf ist, sondern halt einfach nur eine Plattform. Federn. Und das dann voll machen mit Holz. Ja, können wir mal machen. Können wir ja mal machen. Sonst echt nichts. Sonst gibt's hier nichts. Federn. Jagen oder sowas oder irgendwas. Wasser oder so. Wo ist die denn ganz in die Feder? Meine Güte. Aber hier gibt's wirklich nichts, ne? Nicht mal ein Gimmick irgendwie. Wie ungut. Das wäre ja doch total lustig, weißt du? Wenn man ja, wenn's irgendwas Geiles gäbe, ne? Ein Katana oder so oder. Ein Katana? Oder wie soll das denn hier hingekommen sein? Ja, keine Ahnung. Weißt du, ich sag wenigstens irgendwie so ein. Haha, du Noob, du bist hier am Arsch der Heide. Ja, so ein Easter Egg irgendwie. Genau. Ein End Stein, in dem eingeritzt so. Wurde. Ich war hier. Genau. Genau. Nachts ist kälter als draußen. Ja. Mit freundlichen Grüßen ich. Du Noob. Du Noob. N-U-H-B. Du Noob. N-U-H-P bitte. Ja, okay. Von mir aus auch das. Ihr Noobs. Ja, dann auf und davon. N-U-H-P-S. Ja, seid alle da? Ja. Ja! Los, Gerdert! Los, Gerdert. Oder auch nicht. Ach, ist das schön. Ein Traum. Wo fährst du hin, Bocke? Ich fahr außen um die Insel rundherum. Okay. Es wäre noch viel schöner, wenn es nicht so rumwackeln würde. Boah. Ja, ans Fenster gehst, wenn dann wackelt es nicht. Wenn du selbst doch, ruderst, wackelt es nicht. Also ich habe ja jetzt eine Weile gerudert und gepaddelt. Dann paddel du doch auch gleich mal, da wackelt es nämlich nicht. Okay. Du Befehl! Stimme weg. Zu viel Holzstaub eingeatmet. Aber das Wasser sieht wirklich geil aus, muss man ganz ehrlich sagen. Definitiv. Das haben sie gut hingekriegt. Wirklich, wirklich gut aus. Was machen Sachen? Gar nichts. Eine Lampe. Ein Wasserauffangbehältnis. Ismo hat uns eine Lampe gebaut. Eine Nachti-Schlampe. Ja. Naja, eigentlich hängt sie an der Decke. Da hinten sind die Bäge. Wollen wir mal drum rumfahren, weil wir wissen ja jetzt, oben im Norden, wo kalt, da ist Observation Station. Oben, wo kalt, Norden. Ja, das auch. Ja. Meinst du, man würde die von außen, also wenn du wirklich drum rumfährst, weil du kamst ja zu Fuß, kamst ja nie drum rum. Ja. Versuchen wir es doch einfach mal. Meinst du, man würde die sehen können? Probieren wir es. Das dauert jetzt ein bisschen. Ja. Da vorne ist noch eine kleine Insel. Da fahre ich ja direkt drauf zu, genau. Jetzt gibt's auch eigentlich, nix. Also Ela und ich, oder beziehungsweise die zwei Leute, die halt nicht gerade paddeln, bräuchten eigentlich so eine Angel. Kannst du mal ganz kurz stehen bleiben? Komm hier nicht rauf. Ja, ach, Junge. Scheiß Idee von euch gewesen, ne? Na komm, Ela, dann paddel du mal einfach. Na gut. Wie ging das nochmal? Linke Maustaste ist vor. Ja. Genau. Halt! Du drücken, du kannst auch ganz normal gedrückt halten dann, ne? Ja, mach ich gerade. Ah, ich bin im Wasser. Halt! Tschüss, Wocke. Ich kenn das. Winke. I know that feel, Bro. So, ich bin oben. Wie das aussah, wie Wocke angeschwommen kam. Mit dem halben Kopf noch unter Wasser. Hilfe, ach, Hilfe. Ärgerfrage. Eine Seefahrt, die ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön. Ja, da kann man den Bock und den Ismo in der Unterhose sehen. Bitte was? Hallo. Ich kenne das aber anders.
Dann kennst du es falsch. Das ist jetzt die The Forest Version. Okay. Ja. Wollen wir hier auch nochmal gucken? Oder nicht? Ja. Ja. Wenn wir schon hier sind und daran vorbeifahren. YOLO! Du, Ela, jetzt eine perfekte Rückwärts-Einparkung, bitte. Ja, ich muss erstmal eine halbe Stunde drehen. Ja, mach das mal, ich warte. In der Zeit habe ich die Insel erkundet. Alles klar. Kannst ja direkt wieder dann geradeaus fahren. Ja, hier ist auch nix. Ja, geil. Wie fahre ich denn rückwärts? Ah, Moment, stopp. Maustaste. Ist das hier? Hier kann man was wegsprengen. Hier ist ein Loch. Geil! Hast du Dynamit? Nein. Bin ich am Ufer? Weiß ich nicht. Ich hab Dynamit. Hast du Dynamit? Ich hab Dynamit. Ich hab Dynamit. Ich hab auch Dynamit. Dann sprengen sie es mal weg. Ich springe. Achso, muss ich anzünden, ne? Alles wartet gespannt. Wie Wocke mit Dynamit hantiert so, das. Weg! Rompe! Wie schön langsam die Steine fallen. Das sind Styroporsteine. Ja. Und es gibt nix. Doch. Kugeln und noch so ein Gunpart, den wir letztes Mal nicht gefunden hat. Den Na, wir nicht gefunden toll. Haben. So rum. Kugeln. Der ja, Abzug. Dann. Aber hey, hier haben wir immerhin was gefunden, ja? Ja. Immerhin. Was haben wir denn? Abzug haben wir, ne? Ja, Gunpart 6 auf 8. Da läuft. So, was haben wir denn auf dem anderen Teil der Insel? Hier ist ja noch eine Insel direkt nebenan. Nur mal das Boot, ne? Da müssen wir gleich nicht so weit latschen. Federn! Ich glaube, du bist über die Insel schneller gerannt, als mit dem Boot darum gekarrt. Hey! Was denn? Also echt. Bleib stehen! Danke. Federn! Also hier ist ein Vogelparadies auf jeden Fall. Hier gibt es so viele Vögel, wo man Federn von kriegt. Das ist ein Traum. Ich habe mittlerweile schon fast 30 Pfeile. Was? Ja, ich habe 25. Ich sehe keinen einzigen Vogel hier. Was? Hier sind doch überall Vögel. Nö, bei mir nicht. Ich habe den Video gemacht. Ja, auch schon eine Insel weiter. Ich bin ja hier noch auf der großen. Und hier sind überall Vögel. Hier ist alles voll mit Vögeln. Die Vögeln. Es würde mich persönlich ja auch mal interessieren, ob man nicht einfach wegschwimmen könnte. Also so ein Hausboot machen und da einfach wegpaddeln. Aufs offene Meer hinaus. Tschüss, danke. Wahrscheinlich schon und irgendwann stirbt man oder so. Oder irgendwo ist einfach Ende. Ende der Karte, stößt halt an irgendwo. Guck, da ist auch wieder ein Vogelwocke da hinten. Oh, da! Eine Möwe. Nee. Wahahaha. Bleib stehen! Hab sie! Federn! Ich hab keine Feder gekriegt. Was ist hier los? Hier ist noch eine. Meins, danke. Ismo? Ja? Wirst du mal bitte nicht ohne uns fahren? Wieso denn nicht? Wir können dich nicht alleine lassen mit dem Boot, Wocke. Nö. Ich meine, das Einzige, was mich beruhigt, ist, dass es nur ein paar Meter bis zum Land sind. Ja, immerhin. Scheiße, wenn man da nicht schwimmen kann. Jupp. Ismo. Ja, was denn? Jetzt hör auf, da zu hampeln. Jetzt dreh um. Ela, du weißt doch, dass man nichts sehen kann hinten. So, reicht. Danke. So. So. Moment. Halt. Meiner ist zu fett. Penetriere einfach die Leertaste. Mach ich ja. So. Geht doch. Wohin fahren wir jetzt? Die nächste Insel. Den Blick frei geradeaus. Okay. Theoretisch müsste ja diese komische Observation Station direkt vor uns sein, in diesem ganz großen Stein. Nein, ich bin runtergefallen. Aber zur anderen Richtung du raus, ne? Mich. Nee, eigentlich nicht, ne? Weil du siehst ja die ganze Insel von da oben. Ja, aber über die, wenn du jetzt auf den ganz dicken Brocken guckst, wäre das sozusagen am rechten Rand um die Ecke rum. Ja, genau, das meine ich. Ja. Aber bei diesem dicken Brocken halt, ne? Ja. So glaube ich das auch, ja. So denke ich das.
Oh, ich habe Hunger. Oh nein. Dann nimm dir ein getrocknetes Etwas. Hast du ja. was du wieder hinhängen kannst? Ja, ein Lizard. Gut. Das sieht ja auch interessant aus hier, ne? Ja, aber sieht nicht so aus, als gäbe es hier was Interessantes. Nein. Na, vielleicht gibt es hier auch wieder was zum Wegspringen, wer weiß. Vielleicht. Und da vorne, was ist das? Mensch, genau. Das Grockel. Hoffentlich kriegen sie das auch irgendwann noch weg. Landen sie doch mal an, guter Mann. Hühü. So. Also hier das hier sind wirklich nur komische Hügels. Eine sozusagen Offshore-Düne. Ja, und mehr ist hier auch nicht. Große, wie bedauerlich. Eine große Düne. Bei euch da hinten irgendwas? Nö. Deine. Ach, ja, Steine. Steine. Dann mache ich mal einen Ausflug hier auf den kleinen Teil. Ich denke mal, das sind irgendwelche komischen Monster, aber eigentlich sind das nur irgendwelche Holzgebilde. Oh, da drüben ist ein Eingeborenendorf. Oh. Kennen wir das schon? Auf dem anderen Ufer. Weiß ich nicht. Eingeborene vom anderen Ufer. Muhahaha. Aber ich finde diese Holzdinger hier, die sehen schon echt ein bisschen merkwürdig aus. Dürfen wir jetzt auch heiraten? Ja, kein Holz. Ich glaube, das soll so eine Art Koralle sein. Wer darf heiraten? Was? Eingeborene so, vom anderen Ufer. Ja, ja. Ja. Ich weiß nicht, ob wir das Dorf schon kennen. Wir können es uns hier mal anschauen. Wir haben ja. auf jeden Fall wieder den ganzen Tag rumgebracht. Nein. Mensch. Doch. Den ganzen Tag rumgelungert und nichts geschafft. Ja. Naja, doch. Wir haben immerhin einen Gunpart gefunden. Wir können ja sonst, da ich ja leider die Felle in eine Tasche umgewandelt habe, können wir ja hier sonst so ein temporäres Dings zum Speichern eben hinstellen. Ja, und was ist hier mit dem Hügel in die Richtung da? Ist da was drauf, wo ich hingucke? Nein. Romsbomb, Kling, was war das? Ich habe das mal ein bisschen repariert. Ach so. Dann können wir nämlich hier sichern und beim nächsten Mal können wir uns dann das Dorf angucken. Wenn ihr mögt. Okay. Dann speichern Sie bitte, die Herren. Gespeichert. Puff. Erst noch die Möwe hier. Federn! Federn! Die ist zu weit weg, verdammt. Ich soll ja immer als letztes speichern, als Host. Gespeichert. Mir sagen lassen. Wockel. Ja. Wockel. Speichern. Wockel. Ich hab schon gespeichert. Wockel-Dockel. Wockel-Pockel, wenn dann bitte. Wockel-Gockel auch. Wockel-die-Pockel-die. Kopf. Dann speichere ich jetzt auch. In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja. Und erforschen weiter. Oh, wie romantisch. Ja. In den Sonnenuntergang. Eure Gesichter sieht man ja so gar nicht jetzt, ne? Jetzt werd mal nicht rassistisch. Werd ich doch okay. Gar nicht. Gute Nacht. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.